Hallo zusammen, hier haben wir eine sehr, sehr wichtige Rune, die ich heute mit euch besprechen möchte, Naubitz. Naubitz ist eine Warnungsrune. Das ist eine Rune, die ihr wahrscheinlich ziehen werdet, wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst und wenn ihr das Gefühl habt, ihr lauft gegen eine Wand. Es ist eine, ja, fast wie eine zerstörerische Rune. Das heißt, das, wo ihr gerade steht, das ist eine Übergangsphase. Naubitz zeigt euch eigentlich an, es gibt ja keine negativen Runen, sondern eigentlich nur Veränderungsrunen. Naubitz zeigt euch an, dass ihr jetzt gerade in einer Situation seid, in der ihr euch bewusst machen müsst, eure eigenen Schwächen, eure eigenen Verhaltensmuster nochmal vor Augen führt, dass ihr da das Gefühl habt, gegen eine Wand zu laufen und dass ihr vor eurer eigenen Haustür kehren solltet. Es sind nicht die anderen an dieser Situation schuld. Ihr solltet Verantwortung für euer eigenes Tun übernehmen und nicht anderen überlassen. In den meisten Runen habt ihr hier den Vollmond. Ihr seht den Vollmond. Er ist schon sichtbar, aber er ist halt nicht angeleuchtet. Das heißt, dieser Neumond, der da ist, dieser Neustart. Schaut euch wirklich die Situation wirklich an. Was könnt ihr daran ändern? Was könnt ihr dafür tun? Denn es liegt an euch, da wieder rauszukommen. Und Naubitz zeigt euch genau das. Ihr selber müsst etwas tun. Nicht warten, bis andere etwas tun. Wenn ihr euch dessen bewusst werden wollt oder das genauer handeln wollt, handhaben wollt, dann nehmt eure linke Hand ans Handgelenk, Naubitz malen und meditiert drüber. Wirklich diese Veränderung in euch selber. Es gibt diesen Mindsatz, jede Veränderung beginnt in mir selber. Vielleicht schreibt ihr euch den auf, daneben das Naubitz-Zeichen, macht eure Veränderung und wenn ihr mit der Meditation fertig seid, abwischen, abwaschen und das ist wieder in Ordnung. Bekommt ihr jetzt auf ein bestimmtes Projekt, beruflich oder privat, Naubitz, dann steht ihr euch selber im Weg. Ändert das. Es liegt an euch. Naubitz zeigt es euch. Es liegt an euch. Also ändert es. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.